Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Let's Play Train Fever hier beim südesmeraldischen Fernsehen. Ich bin Cedric Geistus, ich begrüße euch herzlich. In der heutigen Folge wollen wir hier den Zug ETC 1002 aufrüsten, indem wir hier ein paar Waggons anlegen. Der hat wie viel hier? 1, 2. Können wir einfach nachzählen hier. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 sind über. Wir tun jetzt erstmal hier Tab, dass das weitergeht. Ich meine auch ein bisschen was verdienen. Und können uns die schon mal merken. Das tun wir auf jeden Fall hier auch mit drauf, auf die Linie. Und... nicht klonen. Das haben wir jetzt fast falsch gemacht. Auch nicht das hier Züge kaufen. Da wäre ich schon. Wie viel kostet das Ding? 123. Haben wir gerade? Das haben wir gerade. Das können wir von vorne ansetzen. Und aber hier noch. Können wir das? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Da müssen wir gerade mal ein wenig warten. So, Linie haben wir noch nicht erstellt. Machen wir das schnell. Ich finde dieses Geräusch übelst geil. Zack. Zack. Linie 1 ist es nicht. Wir haben hier diese Linie gelandet. Zug 10. Das ist das jetzt der Zug 20. Oh, es wird wieder falsch schon geschrieben. Bin ich wieder auf die Umschalttaste gekommen. Zug 20. Und der fährt von Alfhausen nach Surbrock. Ja, da mach mal ein O weg. Und da hat sich das auch. Und wir sind im Minus. Ich tue auf jeden Fall noch mal ganz kurz 500 Leinen. Auch wenn ich es nicht mag. Ich mag es wirklich nicht. Auf der anderen Map habe ich das mal ausprobiert, mich dadurch zu finanzieren und bin dann kläglich gescheitert. Zack. Aber mit der Zeit können wir das dann zurückzahlen. Ich möchte wirklich... ist eigentlich nur im größten Notfall. Ja, jetzt habe ich wieder spielerisch... okay. Ja, da keine Wege. Doch. Fährt er jetzt durch? Ja, der hat ein Signal offen. Aber der kann da auch durchfahren. Ja, das ist nämlich zu. Ja, der fährt auch weiter. Sehr gut. Ich möchte gerne rauszoomen. Dankeschön. Der Zug ist fast da. Ich möchte mal gerne wissen, was der für Plus macht. Und wie viel überhaupt warten. Wie viel hier weggehen. 100 Passagiere warten hier. Krass. So, der fährt jetzt hier ein. Macht 236 Plus. Kann auch noch so viel mitnehmen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall weiter den Busbetrieb ankurbeln. Vor allem in Alfhausen, da liegt er ja vollkommen brach. Guckt euch das an. Ist hier nur eine Linie? Sagt mal. Ja, wir haben ja nur eine Linie. Wir haben jetzt schon zwei. Müssen wir hier mal eine neue Linie herstellen. Und die alte Linie sollte man natürlich auch aufhauen. Dass wir wissen, wo die lang geht. Da gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Gucken wir uns das hier unten an. Hier oben. Oh, was ist denn hier los? Kein Weg. Zug 1 hat keinen Weg. Wo steht denn der? Das steht hier im Bahnhof.
Stimmt, da ist nur so eine Weiche drin, ne? Ah, ne, hier ist überhaupt keine Weiche drin. Die haben wir noch gar nicht hingepflanzt. Steigung so groß. Ist ein ganz schöner Bug. Jetzt hat er keine freien. Jetzt hat er wieder freie Wege. So rum. Genau, das ist dann auch Bus 102, also Linie 102 Alfhausen. So, zack. Und da gehen wir wieder hoch in die Top-Down-Perspektive. Und gucken wir mal, wie wir hier Alfhausen am besten hinbekommen. Das ist jetzt die jetzige Linie. Wir könnten hier dann so rumfahren. Dass wir da auf jeden Fall mal zwei hin. Dahin. Könnten weiter dieses Gebiet hier erschließen, aber das sieht mir eher nach Industriefläche aus. Ja. Das Wohngebiet ist ja außenrum. Das ist alles auf der Seite. Okay, dann nehmen wir dann die Haltestelle noch mit, gehen dann hier hoch. Gehen hier hinter. Wenn wir mal eine Straße reinziehen. So, müsste eigentlich klappen. Sollen wir hinten noch eine Haltestelle hinsetzen? Dann haben wir spätere Punkte, Zeitpunkte. Dann nehmen wir die Haltestelle mit. Dann fahren wir hier so rein. Wahrscheinlich eh nur so. Dann fahren wir dann hier zurück. Ach, das haben wir gar nicht. Eieiei. So, wir bisher schon mal die Haltestellen hinzufügen, ja. So, fangen wir denn an? Fangen wir hier an. Zack, zack, zack. Dann hier, die 4, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin und hier hin. Passt doch. Brauchen wir die dann doch nicht hier. Korrekt. Sind wir einmal im Kreis gefahren. Jetzt haben wir gerade das Geld. Schnell ein paar Straßenfahrzeuge kaufen wir. Postkutschen. Die in Violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück. Das muss angekurbelt werden hier. Das ist eine lange Strecke. 11 Haltestellen. Na gut, die andere ist größer. Aber wir haben hier oben einen großen Bogen. Das raubt uns Zeit. Wenn wir jetzt hier die Zeit angucken, 54 Sekunden, okay. Aber wir haben rosa Karren. Ja, das muss auch was heißen. Wir machen auf jeden Fall Plus. Der kämpft sich hoch mit 13 Stundenkilometer. Wartet hier denn schon was am Bahnhof? Ihr wartet schon was am Bahnhof. 9 Passagiere. Runterzug jetzt schneller. Was hat denn der für einen Tick? Ich gehe da mal sehr schnell hier drauf, weil das mir ein bisschen übersichtlicher ist, ein bisschen kleiner. Frequenz. Ich sag da immer Tick dazu, ne? Bisher 12 Minuten.
Aber hier sieht man, dass die Kapazität jetzt schon auf 108 gestiegen ist. Das ist eigentlich ganz schön krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Ne? Richtig schön. Tun wir uns mal hier verabschieden mit dieser Lok, meine lieben Freunde. Foto. Ciao, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Schaltet auch wieder ein. Also, Geissus. Tschüss.